Hallo, herzlich willkommen zu Fitness für Faule Tage Nummer 5. Schon schön, dass ihr dabei seid. Wir machen 10 Übungen, falls ihr es noch nicht kennt, wir machen immer 10 Übungen für den ganzen Körper. Und relativ ruhig, trotzdem haben einige Übungen es auch in sich und fangen meistens im Liegen an, so wie auch heute. Und zwar erstmal gemütlich hinlegen. Das ist mein Standardspruch, glaube ich, gemütlich, alles gemütlich. Und wir ziehen das rechte Bein erstmal ran, lassen auch den Rücken relativ entspannt, auch die Schultern hier oben versuchen ganz locker zu lassen. Und dann nehmen wir jetzt langsam die Bauchspannung auf, versuchen den Rücken fest an den Boden zu drücken und kommen nach oben. Und wieder ab. Spannung lösen und einmal zur anderen Seite mal wechseln. Anziehen, soweit wie es angenehm ist und machbar. Wieder Bauchspannung aufnehmen, den Rücken hier fest an den Boden und nach oben kommen. Und dann mal zur anderen Seite. Übergehen, mittig ranziehen. Und wieder die Spannung aufnehmen und nach oben kommen. Jetzt das gestreckte Bein kurz mit anheben. Und wieder ab. Und zur anderen Seite rüber. Anspannen. Nach oben kommen. Beine kurz mit anheben und wieder ab. Und alle guten Dinge sind drei. Machen wir das mal zu jeder Seite. Noch anziehen. Spannung aufnehmen mit der Ausatmung. Hier oben schön die Schultern nach unten ziehen. Hoch zumachen. Bein mit hoch und ab. Und zur anderen Seite rüber. Wieder anziehen. Spannung zurück. Bein mit nach oben bringen. Und wieder ab. Wunderbar. Wir machen hier ganz fest, ziehen den Bauchnabel ganz fest rein. Alles ganz fest machen. Ungefähr an den Boden locken. 90 Grad Winkel. Und dann strecken wir einmal ein Bein nach vorne. Zurück, Füße anziehen. Das Bein wieder, Füße mit strecken und wieder zurück. Und einmal strecken. Versucht die ganze Zeit euren Boden hier hundertprozentig am Boden zu merken. Bauchnabel ganz fest reinziehen. Raus und zurück. Raus und zurück. Auf zwei Meideseite strecken. Anziehen. Und der letzte. Bauchnabel reinziehen. Ein und aus. Und wir bringen einmal die Beine nach oben und lassen sie ganz gemütlich in die Seite nach außen fallen. Und dann kommen wir nach oben. Zweimal hier schließen, schließen, öffnen, öffnen. Versucht hier zu strecken, so weit wie es geht. So. So. Auch Bauch ist noch fest, Bauchnabel reingezogen, Rücken am Boden ganz fest. Und jetzt mit gestreckten Füßen, auch nochmal 4, auf 3, 2 und der letzte. Sehr schön. Einmal, also wir bringen diesmal das Becken nicht ganz nach oben, sondern stellen hier den Bein ein bisschen weiter nach vorne auf. Und auf die Fersen soll jetzt für den hinteren Oberschenkelmuskel sein. Ich liebe Hinteroberschenkelmuskelübungen und da kommt jetzt eine davon. Wir gehen ein bisschen nach oben. Aber die Spannung kommt, wie gesagt, eher hier als aus dem Bereich. Wenn es zu krass auf den unteren Rücken geht, auch einfach den dann durchhängen, den Po durchhängen lassen und nur nach oben drücken. Dann ganz langsam ein Bein lösen, ranziehen und Becken ist immer noch ein bisschen nach oben gedrückt, aber das eigentlich Augenmerk liegt hier auf dem hinteren Oberschenkel. Wieder ab. Ranziehen, Bauch schön reinziehen. Und nach oben. Und ab. 4, 3, 2. Immer schön auf der Ferse landen. Füße angezogen. Letzter.
Und jetzt legen wir ganz gemütlich ab. Es kommt eine zweite Übung jetzt mittendurch. Wo sozusagen wir setzen die Finger hier Richtung Po auf, also Hände aufsetzen, Finger schauen Richtung Fersen, Richtung Po und wir drücken uns nach oben. Schön alles hier hängen lassen und auch ganz weit außen Schultern rausdrücken und dann gehen wir in die Beugestütze nach unten und wieder hoch. Beugen. Das Einzige, was wirklich jetzt was macht, sind die Arme, alles andere ist stabil, also wir versinken hier nicht mit, bleiben rausgestreckt, ich weiß, es ist schwer, aber wir schaffen es trotzdem und rollen nur die Arme hoch. Ja, 3, 2, letzter, 8-mal federn, 8, 7, 6, 5, 4, 3, schön Trizeps, wunderbar. Und dann gehen wir einmal auf die Seite, die Hälfte haben wir schon. Legen uns hier ab. Unteres Bein leicht angewinkelt für die Stabilität. Kommen hier raus und liegen so am Boden, dass der Hüftknochen hier noch, der Hüftknochen nicht ganz, aber wir sind fast mit dem Hüftknochen auf dem Boden. Genau, stützen hier ab und schwingen das Bein nach vorne und nach hinten. Und nutzend für einen Ausgleich hier unsere seitliche Bauchmuskulatur angehen, seitliche Rückenmuskulatur. Genau. Schön schwingen hinten und nach vorne. Wie so ein Pendel, ein bisschen runterkommen in der Mitte und wieder nach vorne, nach hinten. 4. Und noch 3. Hoch. Hoch. Einmal hinten gleich aufstellen, auf dem Ballen, vorne angezogen der Fuß und wir kommen nach oben und ab. Eine Oberschenkelmuskulatur ist das jetzt, aber hier an der Seite werdet ihr auch noch so ein bisschen merken. Oben, hoch und nach oben. 8 schneller auch nochmal. 8. Kurz halten, wenn ihr oben seid, halten. Halten und nach 4, 3, 2. Zweite Seite. Auch hier wieder unten ein bisschen das Bein beugen. Für die Stabilität Hüftknochen hier am Boden merken. Und dann gehen wir wieder nach vorne, nach hinten pendeln. Vorne. Ihr werdet merken, euer Mittelkörper muss schön mitarbeiten. Pendel runter. Auch nur so weit wie es geht, ja. Und versucht wirklich hier diese Stabilität zu halten. Manchmal sehe ich dann Leute, die machen hier irgendwelche Rudereien. Das ist aber nicht. Wirklich nur das Bein ganz isoliert hier. Vorrück. Vorrück. Und nach 4. Auch ganz fest. 3, 2. Knie, Fuß schauen auch nach vorne schön. Jetzt da. Und wieder wechseln, hinten abstellen auf den Ballen. Seht ihr das? Genau. Vorne, Knie, Fuß, schauen nach vorne und wir kommen nach oben und ab. Hoch. Hier schön mit festmachen die Muskulatur, damit ich das gar nicht hoch nicht löse. Und noch 4, 3, 2. Halten. 8. Halten. 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 Halten, 4, 3, 2. Der letzte, sehr schön. 3 Übungen noch. Und zwar kommen wir hier in den herabschauenden Hund, wer Yoga macht oder in einem meiner Kurse gewesen ist, wird diese Übung kennen. Wir schieben hier unser Gewicht von vorne nach hinten rein und versuchen mit den Fersen auf den Boden anzukommen. Sieht schön. Und jetzt rollen wir einmal nach vorne in die Liegestützposition. Genau. Wir stehen mit den Schultern über den Händen, ziehen jetzt, gehen auch nicht tiefer mit dem Bauch, also nicht irgendwie durchhängen lassen, sondern ziehen wieder den Bauchnabel rein und bewegen uns wieder nach hinten raus. Fersen ab und wieder die Fersen nach oben bringen und nach vorne rollen und einmal halten. Bauchnabel reinziehen bis zum Ghetto und wieder über den Bauch, über die Bauchmuskulatur nach hinten. Ab, hoch. Nach vorne, ein bisschen schneller jetzt, nach hinten, Fersen ab, wieder hoch, nach vorne, hinter, ab, hoch. So ein bisschen wie so eine Rollbewegung,
durch den Oberkörper. Letzten Spin. Und letzter. Wunderbar. Nach vorne. Knie abstellen. Beine hinten raus. Knie schaut zum Boden. Und jetzt ziehen wir das Knie hier zur Schulter ran. Gucken kurz, sagen Hallo und strecken wieder zurück. Hüfte, Knie, Fuß hier wieder alles zum Boden blickend. Und wieder öffnen. Seitliche Bauchmuskulatur nochmal schön dabei. Und ziehen. Was? Ziehen. Was? Wer wieder Handgelenksproblem hat, vielleicht einmal hier auf die Fersen. Quatsch, auf die Fäuste kommen, ranziehen. Hinten raus. Und noch zwei. Und der letzte. Wunderbar. Zweite Seite. So, einmal. Nach hinten und ziehen. Hinten raus. Knie ran. Wieder hier schön Blick zum Boden, Fuß, Knie, Hüfte reingedreht. Und jetzt machen wir auf zur Seite. Raus und crunch. Und raus. Crunch zur Schulter das Knie. Beide da schön in der seitlichen Bauchmuskulatur merken. Raus und zurück. Letzten zwei. Und und wir setzen einmal ab, hüftbreit, verlagern hier unser Gewicht nach hinten und gehen jetzt mit den Armen nach vorne. Versucht es eine ziemlich herausfordernde Haltung hier, die Arme zu strecken, Oberarme neben den Ohren mehr oder weniger und die Schultern ganz weit runterziehen. Also ihr wollt es hier hinten in den Schulterblättern merken. Und wir ziehen einmal rein und wieder nach vorne, Schultern runterziehen, reinziehen und nach ziehen, Bauchnabel ganz fest reinziehen, halten, den Bauchnabel drinnen, Richtung Wirbelsäule und nach vorne. Und wir spannen jetzt auch nochmal den Po ein bisschen mehr an, ganz fest machen, so diesen Ansatz, merkt ihr im Po, der dann in den Oberschenkel mit runterzieht. Noch vier, drei, zwei, und der letzte. Und wir setzen einmal ab. Wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. In die Entspannung rein. Hier Fingerspitzen aufsetzen. Und nach oben kommen. Durchhängen. Und wieder hoch machen. Durchhängen. Und rund. Und dann gehen wir wieder in den Schneidersitz heute, weil ich finde, wir haben einiges für die Außenmuskulatur gemacht. Und legen uns hier nach vorne. Lassen die Dehnung zu, schön in der Seite, in den hohen Oberschenkel-Ansatzbereich. Und vielleicht den Kopf hängen lassen, Schultern entspannen. Und einmal die Arme lösen, in die Seite reinziehen. Als wenn wir Fliegen oder ein Adler sind. Und dann kommen wir hoch. Und zur anderen Seite einschlagen. Hier einmal aufmachen. Schön nach hinten dehnen. Und zu Bauch reinziehen. Und machen. Schulterblätter öffnen. Und einmal rüber zu. Schulter hier runterbringen. Auf der rechten Seite. Und zur anderen Seite rüberziehen. Und dann gehen wir auch hier nochmal nach unten. Schön tief durchatmen, in die Dehnung reinatmen. So, nochmal nach außen halten, die Arme. Und wir kommen hoch. Sehr schön. Das war es auch schon wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche allen, die dieses Video schauen und auch allen anderen Menschen auf der Welt wunderschöne Weihnachtszeiten, Tage. Vielleicht schon der ein oder andere ein paar freie Tage auch. Genießt die. Und dann wünsche ich euch ein ganz tolles Jahr 2015 schon mal. Tschüss!